Willkommen zurück bei No Man's Sky, hier auf dem ersten Eisplaneten, auf dem ersten Schneeplaneten. So hübsch ist er jetzt nicht unbedingt, gibt auch Schneeplaneten mit Bäumen und so weiter, da hinten wachsen ein paar Pilze. Ach guck mal, da ist noch ein Tierchen, das dürfte zu einer bereits bekannten Spezies, ne, 3 von 7. Huh. Okay, gut, habe ich mich schon das zweite Mal geirrt. Tja, letzte Folge noch ein Warp-Reaktor Tau bekommen von hier Adi, unserem Kumpel Adi, der... Guck mal, wieder neuer. Der hat uns den gegeben. Wir brauchen aber eine ganze Menge Sachen für. Das zeigt er mir rechts unten die ganze Zeit die Sachen an. So, müsste ich. Hatte ich das erste Mal gesehen in der letzten Folge, dass ich mit X Sachen anpinnen kann. Ach Gott, ach du Heilige, was ist denn das? Raubtier, Typ radikal, Temperament, Jäger. Was ist das denn? Hey, du Wurstpelle. Ich geh zu meinem großen Freund. Oh shit, da kommen jetzt aber mehr. Angriff der Wurstarmee. Hatten wir eigentlich schon mal Nickel gefunden, ja, ne? Ich glaube, Nickel ist uns bekannt. Da oben ist ein Tierchen, das wir noch nicht kennen. Nehmen wir doch direkt mal mit. Da hinten. Oh, da war es gerade. Du hast noch den Schwanz gesehen. Ach, da hinten ist ein Fragezeichen. Da können wir da mal langsam in die Richtung. Oh, hallo? Auch schon bekannt. Oh, sieht aber ganz geil aus hier, ne? Alles gut bei dir? Oh, 30 Iridium. Scheiße, ja, Iridium brauchen wir auch. Auch das ist alle so gut wie. Ich glaube, wir haben noch, weiß ich nicht, 10, 20 Iridium dabei. Das könnte Iridium sein. Ist das wieder so ein Ei, was sich öffnet? Nee, ne? Ach ne, Eisen. Na, schade, wenn hier noch Bäume stehen würden, sind diese schneebedeckte Winterlandschaft ja auch nett. Genau, Kohlenstoff bräuchten wir. Minus 75 Grad. Das ist ein Ex. Minus 80 sogar. Viking wurde für Kühlmittel. Oh nö. Oh, sind wir auf einem Planeten mit Stürmen gelandet. Neue Tiere. Gehen wir mal dahin, das Iridium dort können wir auch mitnehmen. Bin ich jetzt im Fragezeichen vorbei? Ja, ich glaube, ne? Das war aber wahrscheinlich auch keine große Station. Also der Schnee sieht eher aus wie Asche, der hier vom Himmel schneit. Bisschen Iridium. Oh, das baut sich aber gut ab.
Nicht, dass hier so ein paar kleine Klumpen in der Luft schweben bleiben. Müssen wir auch nicht so hinterlassen. So, reicht. Das ist ja wirklich bloß eine riesengroße Eiswüste. Ach du Scheiße, jetzt ist hier Sturm. Wieder so ein Hüpfer. Oh. Wird auch zur bekannten Spezies. Kanonenschaden Tau bereits bekannt. Jo. Einfach drüber weggehopst. Oh ja, Ting. Hau ab. Oh. Wieder zwei am Hals. Verschwindet. So, einmal Multiwerkzeug, Blitzwerfer SN, bereits bekannt. Guthabentransfer. Oh. Strahlen auf Prall-Täter, auch bereits bekannt. Das kennen wir noch nicht. Das ist ein Aschenbecher. Da was in der Höhle? Was ist denn das hier? Marill. So. Fein, dann gehen wir doch hier mal rein. Nichts weiter? Ach, komm schon. Bestimmt eine große Höhle, wo wir noch mal was finden. Vor allem, das ist doch die erste Erweiterungsstufe von diesem Warp-Antrieb, oder? Würde ich gar nicht wissen, was du für Mats brauchst für die anderen. Zwei oder drei, die es da noch geben muss. Ah, das kann ja ein Spaß werden, das Zeug zusammenzusuchen. Oh, da hinten kommt noch was. Gut, vielleicht kann man da auch ein bisschen immer mal was kaufen. Können wir auch machen, wenn wir das Geld dafür haben.
Oh, da ist noch. So, wo geht's weiter? Da nicht. Dort vielleicht. Gefährliches Tier hier oben. Ja, bestimmt über uns. Hier in der Höhle war ja nichts. Ach nee, warte mal, das hier ist doch der Rückweg, oder? Hier ging es da aber gar nicht weiter. Naja, hier ist ja nicht so schlimm. Nee. Also von hier sind wir nicht gekommen. Deswegen wollte ich noch nicht gehen, ich hatte noch die 4 MRW vergessen. Aber wo ging es raus? Ich meine, wir können es auch frei bomben, so ist es nicht. Also ich habe keine mehr. Doch, jetzt wieder 6. Oh! Große Klumpen. Ja, 42. Haben wir sogar einmal voll. Ich weiß gerade wirklich überhaupt nicht, wo wir sind. Ich meine, die war jetzt nicht so groß. Eigentlich hätte ich da locker wieder rausfinden müssen. Vielleicht geht es hier hinten irgendwo raus. Ah, guck mal, da geht es noch weiter rein. Ah, was soll's. Da hinten ist das Raumschiff. Da latsche ich jetzt wieder denselben Weg zurück. Kein Plan, ne? Ah, da hinten ist nochmal was Neues. Na gut, dann gehen wir halt tiefer rein. Oh, schön. Packen wir die Kanone aus. Schön groß. Oh ja. Die Kleine halt immer viel, viel lieber ab. Zum Beispiel. Oh Gott, es geht weiter. Ja, zum Beispiel die ganz großen. Also ja, diese Heridium-Dinger zum Beispiel. Gut, das ging vorhin. Aber diese großen Säulen, meine ich. Ach du Scheiße. Also Plutonium gäbe es genug. Nanu. Was haben wir denn hier? Mitten in der Höhle, Iridium. Wir können ja mal 2 Stacks voll machen.
231. Warte. So, 8 zu 4. Weg damit. So, okay, wunderbar. 500 Iridium. Ich könnte es ins Raumschiff packen. Wenn wir wieder draußen sind, dann würde das bloß einen Platz wegnehmen, statt zwei, wie bei uns im Rucksack. Aber wir müssten erstmal hier irgendwie raus. Mein Gott, dass ich mich so verlaufe. Vielleicht kommen wir direkt dort am Raumschiff raus, bei der Basis. Da waren ja so ein paar Höhleneingänge oder Ausgänge. Das wäre natürlich optimal. Alter, ist die riesig, ey, ist ja Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, echt nicht. Ich hab gedacht, würde hier so 2, 3, 4 Gänge irgendwie 2 Minuten rumlaufen. Aber nein. Ach, hier. So, und weiter. Wir finden schon irgendwie wieder raus. Wenn nicht, dann zur Not sprenge ich uns hier die Wand frei. Mist. Frische Luft. Ach, guck mal. Nice. Immer Neues dabei? Nein. Bei Keynote für Netzwerk. Komm, wir laufen mal zurück zum Raumschiff. Können wir da noch mal ein bisschen um den Planeten rumfliegen? Du nicht hoch? Doch. Was haben die denn auf dem Rücken? Warte mal, bleib mir hier. Doch hier Iridium dabei. Find mal was für mich. Komm schon. Ah, guck mal. Ja, es scannt irgendein Vieh. Nein. 5 von 7. Ach, guck. 2 fehlen bloß. Okay, der findet anscheinend nichts für uns. Schade. Vielleicht ist es auch keiner von denen, die hier rumsuchen. Sucht denn nicht jedes Tierchen nach irgendwelchen Ressourcen? Schade. Stürmischen Wetter zurückgekehrt. Sehen. So. Strahl aufprall. Aufprall Tau auch bereits bekannt. Noch ein neues Wort erlernen und dann
geht's zurück zum Schiff. Viking wird für Licht ernährt. Achso, da hinten war ich auch noch nicht drin. Nickel und Aluminium zu kaufen. Platin, Plutonium. Ach, schade, leider nicht. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge fliegen wir dann hier noch mal ein bisschen drumherum. Um den Planeten, um noch die anderen zwei Spezies wenigstens zu finden. Vielleicht noch ein paar, eine Handvoll Pflanzen oder so, die wir noch nicht gefunden haben. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.